Ich mag dieses... Nein! Stimmt ja, da war ja was. Ich mag dieses grobe Dorsche von der Keule. Wo man wieder einfach nur total... Wie man jetzt sieht, die eine Lebensflasche ist leer, ne? Und dadurch haben wir wieder Energie. Wieder einfach mal mit voller Innenbrunst einfach auf den Boden zimmert. Puff! Finde ich gut. War nicht mal irgendwo so ein kacke Lebensbrunnen oder so? Ach, irgendwo ist bestimmt einer. Wir gehen gleich sowieso nochmal zurück in die Krypta. Achso, das habe ich schon gelesen. Hier ist nämlich ein kleines Geheimnis, wenn ich mich nicht täusche. Lesen wir erstmal hier oder lass uns voll nölen. Was für eine Luft. Wir hassen diese dunklen Höhlen und den fauligen Gestank nach alten Hexen. Hier hausten sie einst und brauten ihren Teufelstrank im Kessel auf dem Hexenfeuer. Und obwohl sie schon vor langer Zeit weiterzogen, steigt uns ihr ekelhafter Geruch heute noch in die Nase. Okay, hier gab es einen Hinweis auf das Geheimnis, ja, was ich nämlich früher als Kind nie gepeilt habe. Nein, falsche Taste. Falsche Richtung! Ich möchte die Keule jetzt nicht unnötig verschwenden. Boah, das ist immer erstmal jemals mit Schwerblatt. Ein bisschen Energie wäre mal ganz fein. So, was ist hier? Ach, genau, alles klar, ja. Das ist nämlich das Geheimnis. Wow, 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 Kameraführung. Vielleicht können wir hier schon mal ein bisschen cheaten. Moment, Moment. Halt doch mal die Fresse, mein Gott. Nein, man kann die leider noch nicht anvisieren. Schade. Boah, ich könnte mal die Fresse halten. Da unten ist nämlich auch ein kleines Geheimnis. Also das war jetzt nicht das Problem von früher. Kann ich mich da kaputt schlagen. Aber hier, ne? Was steht hier? Okay, der Hexenzirkel für Hexen und Hexenfreunde. Ein Hexenzirkel erreicht den Höhepunkt seiner Macht erst, wenn alle heiligen Flammen brennen. Hexen bieten im Abenteuer manchmal ihre Hilfe an, doch sie leben zurückgezogen und müssen durch mystische Glücksbringer oder Talismane gerufen werden. Eine Hexe hilft jedoch selten umsonst. Meist stellt sie vor eine Forderung an den Abenteurer. Denkt beim Rufen einer Hexe daran, dass sie nur in bestimmten Gebieten aktiv ist. Anzeichen für frühere Hexentätigkeiten in einem Gebiet lassen darauf schließen, dass eine Hexe gerufen werden kann. Okay. Ja, das ist auch ein Hinweis darauf, was zu tun ist. Aber früher war das für mich einfach, weiß ich nicht, total kacke. Also wenn wir nämlich versuchen, hiermit den Superschlag zu machen, machen wir diesen lustigen Move. Das bedeutet so viel wie... Hallo, willst du mich verarschen oder was? Du sollst das anbrennen. Genau. Wir können hier nämlich eine Fackel draus machen. Es brennt. Heiß und fettig. Wenn wir jetzt hier nämlich das Feuer in der Mitte entzünden würden... Oh mein Gott, müssen wir jetzt erstmal die Waffe wechseln. Wenn du Scheiß auf mich zugerannt kommt. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wollt ihr spielen, ihr Wichser? Wollt ihr spielen? Pam! So. Der hat mir selbst ein bisschen wehgetan, aber ist mir egal. So, hier ist nämlich ein Geheimnis, nämlich der Hexentalisman. Was haben wir gerade gelesen, ne? Die brauchen irgendwelche Talisman, damit man sie rufen kann. Noch ein Schild. Gut, man kann nie genug haben. Also, ich habe jetzt nicht zwei Schilde, sondern das alte, was Schaden genommen hätte, wäre jetzt wieder heile. Aber da ich das so gut wie nie benutze, ne? Auf wie schissen. Wie man jetzt sieht, die eine leere Flasche, ne, ist jetzt wieder zur Hälfte gefüllt. Und meine Energie sowieso. Dann noch den Hexenkelch, den Seelenkelch. Und ein Schatz. Auf jeden Fall das Geheimnis, was ich früher nicht gepeilt habe, ist, dass man hier dieses verfickte Feuer anmachen muss. Ne? Ich meine, wenn man es liest und so, dann erschließe ich einem das. Aber soweit habe ich als Hosenscheiß auch nicht gedacht. Die Spiele, die ich gespielt habe, ne, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht zu Ende erzählt. Das waren so Billigspiele, also nicht Billigspiele, das will ich jetzt nicht, damit nicht sagen. Aber so Spiele, du hast einfach angefangen zu spielen. Und es ging von links nach rechts und wenn du gut warst, hast du das Spiel geschafft. Nicht hier irgendwie mit Nachdenken und so, sondern einfach nur Reaktion. Knallharte Reaktion. Okay, das geht jetzt eigentlich relativ fix. Hui. Ha. Hu. Hi. Ha. Hallo. Ha. Ha. Hu. So, und gleich sind wir ja schon da. Dann haben wir schon das zweite Level geschafft. Ey, das macht so Bock, das Spiel, ne? Ich bin so froh, dass ich so lange damit gewartet habe, weil das jetzt einfach gerade... so ein Nostalgiefaktor für mich hat, ne? Unglaublich. Ach, guck mal, das. Ich wusste, da war noch irgendwo so ein scheiß Jungbrunnen. Also, ich meine, ich habe das als Kind eigentlich nie so richtig gesuchtet. Aber die paar Mal, die ich das gespielt habe, die vier Mal, die ich das durchgespielt habe, das war einfach nur der Hammer. Jedes Mal habe ich mich da einfach so drüber gefreut. Weil die Level sind auch so abwechslungsreich. Also, bisher noch nicht, okay. Aber ihr werdet schon noch sehen, was ich meine. Okay. Padapapam.
Oh, 40 Minuten schon wieder rum, ey, so eine Scheiße. Schon zurück? Ihr glaubt wohl, ihr habt es schon geschafft? Doch nur ein wahrer Held hat einen Platz im Heldensaal. Seht ihr eure eigene geisterhafte Statue? Erst wenn sie fest geworden ist, seid ihr ein wahrer Held. Ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht so sicher, also das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht so sicher, ob ich, also ob das davon abhängig ist, wie viel der Kelch das ist, was man bekommt, oder ob das davon abhängig ist, in welchem Level man den Kelch sammelt. Also wisst ihr, was ich meine? So für die Leute, die das Spiel kennen. Das könnt ihr mir gerne beantworten, weil das werde ich garantiert noch lesen. Und wie man hier sieht, ne? Es sieht doch ziemlich geisterhaft aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt in der Aufnahme seht. Aber das ist eigentlich die Statue, die ich mal werden möchte. Sieht ja fast genauso aus. Und wen haben wir denn hier nochmal im Angebot? Den kleinen, kleinen Zwerg, der mit einer ziemlich coolen Waffe. Dann haben wir noch... Ich höre mich an wie die Zombies. Eine Säule. Den Säulenheld, wer kennt ihn nicht? Ach, das Viech. Genau. Der Typ, nicht das Viech. Und ihm hier, weil jetzt erscheint er hier... Golden? Ja, gelb, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er jetzt keine Waffe für uns, sondern... Hurra! Wusste ich doch! Ihr lasst euch doch nicht von ein paar luppigen Leichen niedermachen! Ich habe etwas, das euch weiterhelfen könnte. Ich schenke es euch, obwohl ich keine Ahnung habe, was es ist. Wollt ihr dies annehmen? Nee. Doch klar. Dass ihr immer wieder fragt, finde ich lustig. Das ist zum Beispiel ein nützliches Item hier, ne? Schon wieder ein Lebensflash hier. Jetzt haben wir schon dreimal die Möglichkeit, in Lava zu rennen, ohne dass wir sterben. Ah, ich habe das hier noch gar nicht gelesen, oder? Ich glaube nicht. Um den Helden eure Ehre zu erweisen, stellt euch vor ihre Statuen und wartet auf geistigen Rat. Okay. Ich meine aber noch irgendwo was zu lesen. Ach nee, dazu kommen wir später. Ich werde es eh vergessen. Und hier ist der schöne, schöne Seelenkelch. Der sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Na komm, lesen wir doch schon mal. Erst wenn ihr ein wahrer Held seid, könnt ihr in die oberen Stockwerke dieses Saals aufsteigen. Wenn ihr allen Helden im Erdgeschoss die Ehre erwiesen habt, werden die geisterhaften Treppen fest. Und jetzt einfach nur... Nein, ich fall runter. So. Wir haben auch gerade schon gesehen, wenn man die erste Etage hochgeht, geradeaus weiter war noch eine Tür. Da kommen wir auch noch rein, ja. Komm, raus hier. Nein, doch! Danke. Oh, so geht das wenigstens hier mit dem Springen, ey. Ah, ist das schön. Das Lustige ist, früher, ne? Früher, also ganz früher, als ich ja noch nie gelesen habe und so, war das nächste Level, glaube ich, das letzte Level, was ich von Medieval gespielt habe, weil ich nicht mehr weiterkam. Ja klar, komm, speichern wir. Wir haben volle Energie und so, das passt. Ich glaube, wir gehen jetzt doch noch nicht in den, in den Sachschnell hier. Ah! In die Gruft, sondern machen das später. So, der Friedhofshügel, nein. Das Bergmausoleum, ja. Das ist jetzt schon auf jeden Fall eine ganze Ecke anders, das Level, als die bisherigen. Weil man sieht schon mal, wir sind drin. Was gibt es denn hier? Herr Krungs! Krungs! Oh. Ihr betretet ein Haus der Qualen. Man sagt, in den Katakomben unter diesem Saal spukt das Böse. Kann passieren. Oder kann sein. Stirb! Neue Gegner, keine Zombies mehr, sondern lustige Trolle, die ganz schön nervig sein können. Leute, die das Spiel kennen, wissen, was ich meine. Weil es gibt hier nämlich gleich noch im Laufe des Spiels, im Laufe dieses Levels besser gesagt. Verreck doch mal, mein Gott! Das ist ganz schön hartnäckig, die kleine Scheiß-Trolle. Man sieht auch, die Prozentanzeige, die geht nicht mehr so schnell hoch wie vorher. Gott, überall, boah, ihr seid so laut, ne? Meine Herren. Oder mal Zeit. Der Kelch, der füllt sich auch nicht so stark auf. Was geht hier? Och, eine neue Keule. Die will ich aber noch nicht benutzen. Gehen wir zurück zum Schwert. Nee, ich glaube, da kommen wir schon richtig runter. Weil man kann hier das eigentlich auch gut noch mal nutzen, hier um nämlich ein bisschen Kohle zu scheffeln. Ich meine, die Kohle wäre... Ich weiß gar nicht, ob wir die später brauchen werden. Das weiß ich gerade nicht. Stop! Aber ich sag mal, hey, falls wir sie brauchen sollten, ne, habe ich sie. Alles mit dir, was man mitnehmen kann. So, hier ist nichts drin. Schade. Hier ist auch nichts drin. Oh. Ganz Kacktrolle, ey. Oder Kobolde. Energieflöschchen, hey. Habe ich sie überhaupt gebraucht? Keine Ahnung. Und hier geht's weiter. Sieht man im Licht, welches da durchschimmert. Komm, fall runter.
Das finde ich aber ganz nett von dem Spiel, dass er nicht direkt runterspringt in sein Verderben wie so ein Lemming, sondern einfach, dass er kurz vorher denkt, nicht gut. So. Achtet auf die diebischen Kobolde, sie ziehen euch bis auf die Rüstungsunterhose aus. Ja, das sind nämlich die Sachen, die ich meine. Kriege ich das damit kaputt? Jawohl. Das sind nämlich die Kobolde, müsst ihr vielleicht darauf achten, die keine Fackel haben. Das sind nämlich richtige Pissgesichter, weil die uns die Waffe klauen wollen, die Schweine. Okay, jetzt haben wir hier drei Möglichkeiten zu latschen. Gehen wir erstmal nach da. Ich drücke immer Start zum Waffe wechseln, das ist falsch, Dennis. So, die tun uns weh, wenn wir da durchlaufen würden. Kann ich mal kurz demonstrieren? Au! Gar nicht mal so. Wow, die tun uns ganz schön weh. Bin beeindruckt. Also negativ. Okay, hier hätten wir eh frei machen müssen. Mach mal bitte frei machen. Oh, ich hätte Frauenarzt werden sollen. Oh mein Gott. So, das Ding haben wir eh noch nicht. Mondrune benötigt. So. Boah, das macht so Bock, das Spiel, ne? Warum habe ich das nicht an einem verfickten Freitag aufgenommen? Ich hätte das an einem Stück durch aufgenommen, echt. Kranke Scheiße. Ich könnte das jetzt so durchsuchten, ne? Unsere Keule macht gleich schlapp. Und. Und. Oh mein Gott. Ich bin da jetzt gerade nicht so ganz sicher. Stirb, stirb, sterbt bitte. Ah, danke. Das ist auch einfach so ein richtiger PlayStation-Klassiker. So wie Crash einfach oder Spyro. Das ist einfach. Das ist sowas. Solche Spiele definieren einfach die PlayStation. Richtig gut. Richtig gut. Oh, verreck doch mal! Hallo! Geht's noch? Meine Güte, ey. Komm, wir sammeln erstmal die Flasche ein, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine. Ja, okay. Boden bricht ein! Genau, habe ich doch noch richtig in Erinnerung gehabt. Schön. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, hoffe ich mal. Ich glaube, bis hier. Wenn nicht, dann bin ich jetzt halt tot. Mein Gott. Okay, alles klar. Gut. So, da kann man her. Und hier noch. Ja. Oh, noch mehr von den Kackdingern. Den werde ich jetzt mal schön von hinten abmetzeln. Oh, der hat eine Reichweite, ne? Wie nix. Das ist auch ein bisschen blöd, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich habe den Kobold, als er gerade vor mir stand, nicht getroffen. Und zwar, weil ich hinten die Stacheln getroffen habe. Das ist ein bisschen blöd. Und das war auch damals bei der... bei der Aufnahme mit dem X-Wave X war es nämlich auch so eine Sache. Da bin ich nämlich in diesem komischen schlafenden Dorf, oder wie das Level heißt. Ui. Da hing ich da so lange fest, ne? Weil ich eigentlich eine Kiste zerstören wollte, das aber nicht funktioniert hat, weil dahinter nämlich die Wand war. Und da hinten sehen wir so einen Kack-Kobold, der meine Waffe klauen will. Vergiss es, Junge. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ich werde dich niedermetzeln, bevor du auch nur auf den Gedanken kommst, mir die zu klauen. Geht doch. Das ist aber ganz lustig, wenn man auf einmal einfach nur mit seinem Arm rumrennt. 87% haben wir vom Seelencase schon. Es fehlt nicht mehr so viel. Ich meine, da kann man auch nochmal runter, glaube ich, hier unten, oder? Jawohl. Aber brauchen wir erstmal eine Rune. Die Chaos-Rune. Die grüne ist die Mondrune. Die gelbe ist, glaube ich, die Erdrune, glaube ich. Oder war das umgekehrt? Ich meine, es war umgekehrt. Der Glashelmon ist der Meister des Bergmausoleums. Seine elendige Seele wird in einem Herz aus gefrorenem Glas aufbewahrt. Ihr werdet diese Bedrohung Ihr werdet diese Bedrohung umhüllt vom Schleier der Dunkelheit unter dem Mausoleum finden. Jetzt habe ich verstanden, was der von mir will. Okay. Ey, klau mir nicht die Waffe, du kleines Stück. Ich weiß nicht, ob man die Waffe dauerhaft verlieren kann. Das fände ich ziemlich scheiße, muss ich sagen. Aber ich habe jedes Mal Angst, dass es passiert. So, wir brauchen jetzt irgendwo erstmal diese verkackte Chaos-Rune. Hier ist schon mal die Mondrune. Ach, blau ist Mondrune, okay. Dann ist gelb die Erdrune. Ach, genau, hier, ja. Bringt uns bisher noch nicht viel, aber das Gute ist, dass wir jetzt hier die Chaos-Rune bekommen. Hier kriegen wir wieder einen Tipp auf ein Geheimnis, weil hier habe ich den Seelenkelch auch nie bekommen. Aber hier ein Tipp auf das Geheimnis, höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Dieses möchte gern Phantom der Oper. Habe ich übrigens gelesen, das Buch, ja. Würde allzu gern etwas Neues spielen, doch es scheint verdammt zu sein, diese Gruseltöne wieder und wieder zu spielen. Ja, ja, ich kümmere mich um dein Problem. Ist gut. Guck mal, da können wir auch schon mal einen Blick eigentlich auf den Glasdämon werfen, wenn wir die Kamera richten würden, könnten, aber das dürfen wir leider nicht. Ach, cool. Diese Boden... Wie heißt das? Maserung, genau. Die ist mir noch nicht aufgefallen. Schön. Boah, ich mag das Spiel so, ne? Ich möchte gern ein neues Medieval zeugen mit dem Spiel. Ein Zug zu Evil. So.
muss erstmal hier herunter. Habe ich nicht noch eine Rune irgendwie bekommen, Fenrad, so ein?